Prälat Markus Graulich, Sie haben hier beim Schülerkreistreffen in Rom über das Thema gesprochen, welche Auswirkungen das Christentum beispielsweise auf die Gesellschaft haben könnte. Wenn ich jetzt an diese Themen denke, Gesellschaft, Christentum, Papst Benedikt, Josef Ratzinger, dann fällt mir natürlich zuerst die berühmte, die bekannte Bundestagsrede von Papst Benedikt ein, 2011. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Ereignis? Ja, das war natürlich im Anfang etwas umstritten, weil einige Abgeordnete angekündigt hatten, dass sie an der Rede nicht teilnehmen werden. Ich glaube, am Schluss waren es nur ganz wenige, die das auch eingehalten haben. Ich habe das damals auch live verfolgt, also nicht in Bonn, in Berlin, sondern auf dem Bildschirm live verfolgt. Und das war eine sehr beeindruckende Rede, die daran erinnert hat, auf welchen Grundlagen Demokratie beruht und dass Demokratie nicht Mehrheitsmeinung oder nur Mehrheitsentscheidung ist. Er hat sich ja in dieser Rede sehr stark gewandt gegen das, was heute vorherrschend ist, das heißt ein Rechtspositivismus. Das heißt, das Gesetz ist ein Text und diesen Text kann ich beliebig verändern. Und da geht er dagegen vor und sagt, das Gesetz hat auch Grundlagen und diese Grundlagen können nicht vernachlässigt werden. Also es ist eine Sache, eine Straßenverkehrsordnung zu machen und es ist eine andere Sache, über Lebensschutz oder über das Ende des Lebens Gesetze zu machen, die berücksichtigen die Grundlagen, auf denen das Gesetz aufruht. Aber Kirche und Staat leben ja seit jeher in auch einem sehr angespannten Verhältnis. Aber dann haben wir Christus, der sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oder Paulus, der dann in seinem Brief an die Römer nochmal einen draufsetzt und sagt, ihr als Christen ordnet euch den staatlichen Obrigkeiten unter, denn diese sind ja von Gott eingesetzt. Wie ist diese Aufforderung zu verstehen? Ja, das ist verschiedene Ebenen. Also das Christentum hat ja am Anfang gegen den Staat gelebt, also hier in Rom, war klar, wer Christ ist, kann nicht im vollen Sinn römischer Staatsbürger sein, das heißt an der römischen Opferkultur, auch dem, wo Cäsar geopfert wurde, teilnehmen. Der Christ kann nicht die Gewohnheiten des römischen Volkes mitmachen, also Kinder auszusetzen oder dass der Vater das Recht über Leben und Tod seiner Kinder hatte. Wenn das Kind geboren war, wurde es hingelegt und wenn der Vater es aufnahm, durfte es leben und wenn er es liegen ließ, dann wurde es zum Tode verurteilt sozusagen, also die Patria Potestas war sehr umfangreich. Dagegen haben Christen sich von Anfang an gewehrt, das ist der berühmte Brief von Diognet, der sagt, sie leben zwar wie alle anderen, aber halten sich nicht an die Gewohnheiten des Volkes, sondern leben nach ihrem eigenen Ethos. Das ist dann im Mittelalter etwas verloren gegangen, als das Christentum sehr starken Einfluss hatte auf den Staat, die sogenannte Christianitas des Mittelalters. Und hat sich dann wieder differenziert mit dem Investiturstreit und mit anderen Ereignissen der Kirchengeschichte, wo gesagt wurde eben dann, also die Kirche macht ihr's und der Staat macht ihr's, aber es soll eine Zusammenarbeit stattfinden. Und Paulus erinnert eben daran, die Autorität ist dafür eingesetzt von Gott, aber ihr müsst nicht alles befolgen. Das, was im normalen Leben möglich ist, das könnt ihr tun, aber wo es um euren Glauben geht, da müsst ihr Widerstand leisten. Und dieser Widerstand ging ja zu der Zeit, als Paulus geschrieben hat und in den nächsten 200 Jahren bis hin zum Martyrium. Aber wann ist denn Ihrer Meinung nach dieser Punkt erreicht, in dem man als Christ auch in die Opposition gehen muss gegen den Staat? Ja, dann, wenn die Schöpfungsordnung, also die von Gott gesetzte Ordnung, verletzt wird, gerade im Hinblick auf das Leben. Also wenn wir Gesetze haben, die weder das werdende Leben noch das sterbende Leben schützen und alles in eine Position des Utilitarismus kommt. Also was nützt mir noch? Wann ist der alte Mensch unnütz und kostet nur noch? Und da müssen eben Christen eintreten im Hinblick auf den Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Ende, was ja Johannes Paul II. Sehr stark betont hat und Ratzinger auch. Und bei anderen Dingen, wo es eben gegen die Menschlichkeit geht, da muss der Christ Widerstand leisten. Es gibt ja auch schon Situationen, gerade im Bereich des Lebensschutzes, auch hier in unserer westlichen Kultur. Ja, da sind genau diese Kriterien erfüllt, in denen auch Ihrer Meinung nach Christen Widerstand leisten müssen. Wie sähe denn so ein Widerstand aus? Ja, einfach Alternativen schaffen. Es gibt ja in Deutschland auch Aktionen, die sich für den Lebensschutz einsetzen, die versuchen, jenseits der staatlichen Gesetzgebung sozusagen Mütter in der Situation des Schwangerschaftskonfliktes zu raten, zu begleiten, zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Initiativen schon. Wo wir noch ein bisschen schwach aufgestellt sind, ist das Ende des Lebens. Da scheint mir der Widerstand noch nicht groß genug zu sein.
Und bei anderen Dingen, wo es einfach um den Menschen geht, um die Würde des Menschen, dass nicht alles, nicht jeder Wunsch, hätte Papst Benedikt gesagt, kann ein Recht werden, sondern da müssen wir klar die Grundlagen benennen und entsprechend auftreten und das auch in der Gesellschaft vertreten. Jetzt kann ja aber auch nicht jeder unbedingt eine Lebensschutzorganisation und so weiter gründen. Was kann denn jetzt so der Otto Normalchristen tun? Ja, er kann diese Organisation unterstützen und in seinem Umfeld durch Überzeugung und durch das gelebte Vorbild dagegen angehen. Gibt es denn zumindest in der Theorie die Möglichkeit, dass man sowas wie einen idealen christlichen Staat, vielleicht eine ideale christliche Theokratie schaffen könnte? Also ließe sich das Christentum auch politisch umsetzen? In der Weise, wie Theokratie das andenkt, nicht. Also wir haben die Theokratien im Bereich des Judentums, jetzt verstärkt in Israel, wird versucht, wieder einen theokratischen Staat zu etablieren. Wir haben es in den islamischen Staaten, wo sehr stark von der Scharia her gedacht und gerichtet und gehandelt wird. Das hat das Christentum eigentlich in dieser Weise nie gehabt. Also selbst in der Zeit der Christianitas gab es immer Dinge, für die die Kirche zuständig war. Und dann gab es den Braccio Secolare, die weltliche Macht, die dann bestimmte Dinge ausgeführt hat, die die Kirche nicht tun konnte. Aber das Christentum enthält keine Staatsgesetzgebung. Also es gibt kein göttliches Recht für den Staat. Es gibt Prinzipien, die in der Gesetzgebung umzusetzen sind. Aber es gibt kein Offenbarungsrecht, was die staatliche Gewalt angeht. Und deshalb ist so ein theokratischer Staat etwas sehr Schwieriges. Deswegen herrscht ja auch in den meisten Ländern eine klare Trennung zwischen Staat und Kirche. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da, also auf dem Papier hat man es zwar, aber Staat und Kirche arbeiten da Hand in Hand. Ja. Welche Chancen sehen Sie denn in dieser Zusammenarbeit und wo liegen vielleicht auch die Risiken jetzt gerade für die Kirche? Ja, die Risiken für die Kirche werden deutlich in der Orthodoxie, dass sie dem Staat untergeordnet ist. Wir haben jetzt die Sache in Russland, wo es sehr klar wird, was eine zu enge Verflechtung von Staat und Kirche mit sich bringt. Es gibt die scharfe Trennung, wie in Frankreich, wo es jetzt eine Diskussion gibt, ob heute der Präsident überhaupt an der Messe des Papstes teilnehmen darf, weil es sonst eine Bevorzugung einer Religion sein könnte. Und es gibt die sogenannte kooperative Trennung, wie wir sie in Deutschland haben, dass also Kirche und Staat nicht vermischt werden, aber durchaus gemeinsam Aufgaben wahrnehmen, wie zum Beispiel im sozialen Bereich, im karitativen Bereich, in der Erziehung, wo die Kirche auch als Träger von Einrichtungen anerkannt wird und vom Staat entsprechend refinanziert. Nun gibt es aber auch viele christliche Politiker oder Politiker, denen das Christentum was bedeutet. Wie können, was wären jetzt so Ihre Tipps, wie die diese Balance schaffen, so den eigenen Glauben nicht zu verraten, aber trotzdem auch politisch aktiv zu werden? Ja, da würde Josef Ratzinger, Benedikt XVI., sagen, indem sie die katholische Soziallehre anwenden. Also die katholische Soziallehre versucht ja, den Glauben operativ zu machen, also in Regeln umzusetzen. Und das große Beispiel ist immer die Generation von Adenauer, Schumacher, de Gasperi und anderen, de Gaulle auch, die die Europäische Union geschaffen haben. Die haben nämlich genau die Prinzipien der christlichen Soziallehre, Solidarität, Subsidiarität und so weiter, in politische Maßnahmen umgesetzt. Also einer, der in der Politik ist, es gibt ja viele überzeugte Christen in der Politik, muss sich eben von diesen Grundsätzen leiten lassen und die über die Parteiraison stellen. Es gab Politiker, die das gemacht haben, die werden aber immer weniger. Sie haben Josef Ratzinger gerade erwähnt. Er hat mal über den Rechtsstaat gesagt, ich zitiere, Rechtsbegründung ohne Transzendenz, also ohne eine Beziehung zu Gott, gibt es nicht. Ja. Was meint er damit? Ja, damit meint er, dass man den Menschen nur verstehen kann, wenn man Gott versteht und im Blick auf Gott den Menschen betrachtet. Also man kann jetzt sagen, es gibt ein christliches Menschenbild, wo eben das Leben mit der Empfängnis beginnt und mit dem natürlichen Tod endet, wo der Mensch in Freiheit gesetzt wird, aber auch in Verantwortung, nämlich gegenüber Gott und gegenüber seinem Nächsten. Es gibt die 10 Gebote, es gibt das Liebesgebot, Gott zu lieben, den Nächsten wie sich selbst. All das sind Prinzipien, die umgesetzt werden und die Grundlage wieder für Rechtsordnung sind. Und wenn jeder Transzendenzbezug verloren geht, also jeder Bezug auf Gott oder jeder Blick von Gott her auf den Menschen, dann gehen viele Grundlagen verloren, weil sie dann nicht mehr verständlich sind. Es gab mal hier in Italien vor 20, 30 Jahren, 30 vermutlich eher,
eine Debatte zwischen Kardinal Martini und dem Philosophen Umberto Eco. Umberto Eco war bekennender Atheist und die haben darüber diskutiert, was glaubt, wer nicht glaubt. Und Umberto Eco hat dann immer vertreten, ja, ich kann doch auch Philanthrop sein, die Menschen lieben, ohne an Gott zu glauben. Und Martini bringt ihn dann in der Diskussion dahin zuzugeben, dass letztlich Nächstenliebe nur dann möglich ist, wenn man Gott anerkennt. Und das würde Ratzinger auch so sagen. Also nur von Gott her wird der Mensch verständlich und werden die Prinzipien auch der Gesellschaft verständlich. Und daher ist Recht ohne Gottesbezug nicht möglich. Braucht dann auch beispielsweise die Verfassung der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland dann auch dringend diesen Gottesbezug? Ja, in Deutschland haben wir ihn ja glücklicherweise. Nach den Erfahrungen des Dritten Reiches, wo eben ganz positivistisch und ganz absehend von Gott Recht gesetzt wurde, der Wille des Führers war das Gesetz. Und dann hat man eben in die Verfassung, ins Grundgesetz geschrieben, in Verantwortung vor Gott geben wir uns diese Verfassung. Und in Europa ist es leider nicht gelungen. Damit werden aber, wie Ratzinger immer wieder betont hat in seinen Vorträgen um die Jahrtausendwende, als das zur Diskussion stand, damit werden die Wurzeln abgeschnitten, auf denen Europa ruht. Denn Europa ist entstanden aus diesem Trias Jerusalem, Athen, Rom, also die Botschaft des Christentums, die Offenbarung, die Philosophie der Griechen und die Rechtsordnung des Römischen Reiches. Wie sollen sich denn Christen jetzt generell als Staatsbürger verhalten? Wir haben das jetzt schon mal ein bisschen angerissen, was man tun muss, um jetzt wenn man jetzt beispielsweise in den Widerstand gehen muss. Aber jetzt im normalen Alltag, wie soll man sich als Christ verhalten? Wie kann man als Christ jetzt noch Sauerteig sein in einem Europa, das sich zunehmend säkularisiert? Ja, indem man eben Optionen trifft, die gegen den Trend stehen. Also nicht jede Mode mitmachen, nicht jedem Zeitgeist nachlaufen, sondern alles reflektieren. Also wie Paulus dann sagen würde, prüfet alles und das Gute behaltet und sich gemeinsam organisieren. Also ich war jetzt im Frühjahr, war ich dienstlich in Vietnam und da ist mir aufgefallen, es gibt ganze Straßenzüge, wo alle 500 Meter eine katholische Kirche steht. Und ich habe mich dann unterhalten mit meinen Gastgebern und die haben gesagt, die vietnamesischen Christen, die aus dem Norden kamen, wenn die sich im Süden angesiedelt haben, haben sich immer zusammen angesiedelt. Und haben so eine Art katholische Viertel geschaffen. Und dadurch haben sie die Gesellschaft von innen her geprägt. Auch wenn jetzt Vietnam kein christlicher Staat ist, ist ja eine einstellige Prozentzahl an Katholiken, die es da gibt. Aber die haben in ihrem Umfeld eine Prägung geschaffen, dadurch, dass sie zusammenhielten. Und wenn wir die Option, wie es dann Rodrea genannte, Option Benedikt leben, also christliche Inseln schaffen, dann können die auch nach außen ausstrahlen. Wenn jeder für sich das tun will, wird es schwierig. Aber birgt das nicht auch die Gefahr einer Ghettoisierung? Das ist die Gefahr, der man entgehen muss. Ja. Also der Dialog muss offen bleiben. Und Sauerteig dringt ja ein. Also das heißt ja nicht, der Sauerteig ist ja nicht in sich geschlossen, sondern dringt in das Mehl ein oder in den restlichen Teig. Und da muss der Austausch natürlich immer da bleiben. Sie haben es gerade angesprochen, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Sie haben das auch in Ihrem Vortrag hier beim Schülerkreis erwähnt, eben die Benedikt-Option von Rodrea. Wie ist das denn möglich in der heutigen, wenn man jetzt mal vielleicht auch auf Deutschland, auf unseren Sprachraum blickt, wo könnte man denn da anfangen, um solche geistlichen Zentren zu schaffen? Es gibt Beispiele dafür, nicht in Deutschland im Moment, aber hier in Italien. Gibt es zum Beispiel um das Kloster von Norcia, da ziehen Leute bewusst hin, um dort zu leben und von dieser Ausstrahlung der Mönche sind Benediktiner, eben für ihren Alltag Kraft zu empfangen, damit sie christliches Zeugnis geben können. Noch mehr gibt es das in den USA, also wo sich um solche geistlichen Zentren, die meistens Klöster sind, Menschen ansiedeln und dadurch gestärkt werden und in den Alltag hinausgehen. Da verwende ich jetzt nochmal das etwas böse Wort Amtskirche, das wir in Deutschland, da haben wir direkt auch ein Bild. So, wäre das nicht auch eine Aufgabe vielleicht für diese Amtskirche? Also macht da vielleicht auch die Kirche in Deutschland noch zu wenig, also jetzt die offiziellen Stellen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Modelle, dass man Orte von Seelsorge schafft, die nicht unbedingt Pfarrei sind, aber die hängen halt immer auch irgendwie am Tropf des Pfarrers. Und da gibt es noch zu wenig so eigenständige Zellen. Also da könnte viel getan werden, indem man neuen geistlichen Bewegungen Raum gibt, indem man Leute ermutigt, wirklich ihren Glauben zu leben. Da wird noch zu wenig gemacht. Wir sind zu stark in den Strukturfragen befangen in Deutschland.
Also Sie plädieren dafür, dass man wieder mehr zusammenhält, auch zusammenarbeitet und wieder mehr Kirche ist als Gemeinschaft. Als Gemeinde, ja. Dann vielen Dank für diese Einblicke und Gerne. ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja.